Hallihallo, Siegel hier von Seacraft. Ich möchte an dieser Stelle auf einen 2x2 Block Exchanger eingehen. Ursprünglich hat mir der YouTube-User Buena geschrieben, BU3NA, und ist auch in der Beschreibung unten verlinkt, ein Video gezeigt, in welchem er einen solchen Blockwechsler gebaut hat. Und er hatte dazu die Frage, ob man das nicht auch kompakter machen könnte. Zuerst mal. Das ist einfach die Wirkung von dem Ding. Und die Technik schaut dafür so hier aus. Also völlig chaotisch. Das ganze Ding ist in mehrere Schritte unterteilt. Zum einen, also wir haben hier direkt das Hebesignal, das entweder an oder aus ist. Bei einem Teil der Mechanik hat das eine Wirkung, bei einer anderen Mechanik wäre es völlig egal, ob der Hebel an oder aus ist. Nehmen wir mal zuerst die mittleren Pistons. Also hinter diesen roten Wollblöcken sind die mittleren Pistons. Das sind die, die einfach die aktuell in der Mitte befindlichen Blöcke nach vorn drücken. Diese. Also wann immer der Hebel an oder ausgeht, wird eine von diesen beiden monostabilen Schaltungen, die halt einen sehr kurzen Impuls senden, eben einen Impuls senden, und zwar in diesen Signalverlängerer, der dann daraufhin ein kurzes, verlängertes Signal abgibt und während der Dauer dieses Signals dafür sorgt, dass die mittleren Pistons eingefahren werden. Hier ist dafür auch der Inverter. Also sprich, das ist das Output-Signal von dem Signalverlängerer. Das geht hier hoch, wird dadurch invertiert und geht hier in die mittleren Pistons. Sprich, also sie werden kurz eingefahren, sodass dann für die äußeren Pistons wiederum Zeit ist, die Blöcke zu wechseln. Und nach einer kurzen Zeit werden die mittleren Pistons dann einfach wieder ausgefahren. Und die andere Hälfte dieser ganzen Mechanik, das sind eben die seitlichen Pistons. Sprich, das Signal vom Hebel geht auch hier oben lang. Und ist dann hier mit diesem First On, Last Off verknüpft. Sprich, das kann ich auch so mal zeigen. Wir haben hier insgesamt zwei Output-Signale von dem First On, Last Off. Dieses hier und dieses hier. Ich will es mal so zeigen. Es geht in der Reihenfolge an, dass das hier angeht und dann das. Aber wenn man es ausmacht, geht zuerst das aus und dann erst das. Das ist der Sinn von First On, Last Off. Würde man das ohne dieses machen, dann wäre die Reihenfolge, in der es ausgeht, andersherum. Und das wiederum würde sich mit dem Wechseln der Blöcke etwas schwer tun. Also sprich, damit wäre es nur wirklich, wirklich schwierig möglich, das hinzubekommen. Es gibt generell noch ein kleines Problem dabei. Und zwar würde man das Signal jetzt spammenderweise an- und abschalten, dann kommt es gelegentlich zu Situationen, weil die Signale sich überlagern, alle äußeren Pistons, also sprich unten, oben, links und rechts, ausfahren wollen. Sprich, sagen wir mal, die oberen würden die roten nach unten fahren, also die oberen und unteren würden die roten in die Mitte fahren. Und gleichzeitig wollen aber auch die gelben hier, also links und rechts, die ausgefahren werden. Wenn die roten gerade in der Mitte sind und die nicht ausgefahren sind, würden, wenn zum Beispiel diese beiden Pistons dann ausfahren, alle Blöcke bis hin zu diesen Pistons nach außen verschoben werden. Aus diesem Grund habe ich außen an alle Pistons jeweils Obsidian geklebt, damit eben das auf keinen Fall passiert. Sprich, so gesehen ist das ausfallsicher. Man kann das auch spammen. Das Einzige, was gelegentlich passiert, was ich aber noch nicht wirklich gezielt hinbekommen kann, ist, dass die äußeren Pistons alle außen sind und dass dann die mittleren ausfahren. Okay, das hatte ich jetzt allerdings auch noch nie, muss ich zugeben. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob sich das wirklich verhindern lässt. Aber das dürfte mit Minimalimpulsen zusammenhängen, weil die Sticky Pistons, die haben ja die Eigenschaft, wenn man einen Minimalimpuls, sprich zum Beispiel so eine monostabile Schaltung mit Repeater auf Stufe 3 hätte,
und damit diesen Pisten halt zum kurzen Ausfahren bringt, würde sie einen Block nur schieben, aber nicht ziehen. Und wenn man das nochmal macht, würde sie ihn nur ziehen, aber nicht schieben. Also sprich immer nur eins davon. Und damit ist das jetzt wohl gerade passiert. Ich denke mal, wenn man die Signaldauer hier verlängern würde mit einem kleinen Signalverlängerer, würde sich das auch schon beheben lassen. Allerdings, ich denke im Regelfall, also das ist jetzt zum Beispiel das erste Mal passiert. Ich habe jetzt hiermit schon seit Tagen eigentlich rumgespielt und immer wieder versucht, irgendwelche Fehler dabei hinzubekommen. Meistens ist es wirklich so, dass einfach nur alle Farben, also alle Wolle-Päckchen in diesem Fall außen sind und die mittleren Pistons einfach nur ausfahren. Der Sinn von dem Ganzen ist eigentlich, soweit ich das von dem YouTube-User Buena gesehen hatte, Beleuchtung. Man kann zum Beispiel, stellen wir uns vor, das hier wäre Glowstone, das Gelbe, und wir hätten hier einfach eine Wand oder eine Felswand, irgendwas in der Richtung. Dann könnte man einfach damit per Schalterdruck dafür sorgen, dass eine Beleuchtung angeht. Und zwar auch eine relativ große eben, weil es ja doch 2x2 insgesamt ist, also sprich ein richtiger, etwas größerer Blockwechsler. Im Vergleich dazu, also für einen einzelnen Einblockwechsler, bräuchte man bedeutend weniger Technik. Vor allem, also man müsste das nicht so in etliche verschiedene Elemente unterteilen. Und insgesamt bräuchte man auch wirklich nur einen Bruchteil des Redstones dafür. Aber wenn man das so möchte, dann denke ich mal, ist das hier auf jeden Fall eine relativ kompakte Variante. Ich denke, es müsste eigentlich noch kompakter gehen. Aber zumindest habe ich mich hier teilweise so ein bisschen verbaut, dass es in diesem Fall kaum kompakter hinzubekommen ist. Oder ich wüsste jetzt auch nicht wirklich wie oder wo, genauer gesagt. Zum Beispiel, man könnte das First on Last Off hier vielleicht noch ein bisschen hier rein verschieben und so weiter und so fort. Aber das ist alles jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, was man dann noch bei diesem Design jetzt optimieren könnte. Wer sich das mal genauer anschauen möchte, kann auch einfach auf unseren Server kommen. Ich kann das gern zeigen. Und ja, damit bin ich ja eigentlich auch schon durch. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.